Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Thorsten Schleif. Thorsten Schleif ist Amtsrichter in Dienstlaken. Er ist seit 2007 Richter, zuerst am Landgericht Düsseldorf in der Verwaltung des Oberlandesgerichtes und von 2014 bis 2018 Ermittlungsrichter für die Amtsgerichte Dienstlaken und Wesel gewesen. Derzeit ist er Vorsitzender des Schöffengerichts und Jugendrichter am Amtsgericht Dienstlaken. Herr Schleif, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Kaiser, danke für die Einladung. Ja, es freut mich sehr. Sie sind auch Autor, das möchte ich auf keinen Fall unterschlagen. Im letzten Jahr erschien Ihr Buch Ungerecht, ein Richter deckt auf, warum unsere Justiz versagt. Und in diesem Jahr erschien Ihr Buch bei Riva, endlich richtig entscheiden. Und ums Entscheiden geht es ja dieser Tage vielleicht noch mehr als sonst, nämlich ja, wie entscheidet die Politik, wie entscheiden aber auch die Gerichte, was vor allem die Corona-Maßnahmen angeht. In Ihrem zweiten Buch heißt es im Untertitel, ein Richter verrät seine besten Strategien, nämlich zu entscheiden. Und beim Entscheiden, beim juristischen Entscheiden, geht es ja auch immer darum, Rechtsgüter abzuwägen. Wir haben vielleicht hier die Sicherheit, dort die Freiheit, ganz grob gesagt. Gibt es in der Jurisprudenz eine relativ klare Leitlinie, woran sich Richter überhaupt halten können, wenn sie diese Abwägung tätigen müssen? Als Grund, ich sag mal, als Grundbaustein, als Fundament aller unserer Abwägungen gilt immer noch unser Grundgesetz. Was hat das für Implikationen, wenn wir auf unsere derzeitige Situation sehen mit den Verordnungen und Maßnahmen, wenn wir jetzt das Grundgesetz als vielleicht Bollwerk ansehen dagegen? Ja, Bollwerk ist ein gutes Stichwort. Also das Grundgesetz gibt ja in den ersten Artikeln die sogenannten Grundrechte für jeden Bürger. Und diese Grundrechte werden momentan so stark wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland übrigens, durch verschiedene Corona-Maßnahmen beeinträchtigt, eingeschränkt und zum Teil sogar verletzt. Es scheint so zu sein, Umfragen könnten darauf hinweisen, dass viele Menschen damit gar nicht mal so uneinverstanden sind. Ja, Grundrechte können halt eben mal, wenn eine Bedrohungssituation vorliegt, für gewisse Zeit eingeschränkt werden. Könnte man da nicht sogar sagen, es ist auch gut, wenn sich die Gerichte da mit dem Kippen von solchen Verordnungen zurückhalten, denn es scheint ja auf große Zustimmung seitens der Bevölkerung zu stoßen? Ja, Grundrechte hat mal jeder Einzelne. Und ob die Mehrheit jetzt sagt, ja, der kann doch auf sein Grundrecht verzichten, darauf kommt es nicht an. Ein Grundrecht ist nun mal das, was jedem Einzelnen zusteht. Und jeder Einzelne hat auch das Recht, dass sein Grundrecht von allen anderen gewahrt wird, berücksichtigt wird und auch geachtet wird. Und an diesen Grundrechten muss sich auch jede Maßnahme natürlich im Rahmen einer Güterabwägung messen lassen können. Ja. Sie haben im Focus Online ein Interview gegeben, das ja sehr deutlich ist, auch sehr teilweise drastisch oder zumindest sehr klar in der Sprache. Sie haben auch gesagt, die Gerichte hätten entscheiden müssen oder sollten entscheiden bis hierhin und nicht weiter, nämlich mit dem, was eben jetzt an Einschränkungen hier vorgenommen wird. Wo wäre denn für Sie die rote Linie und wo würde man wirklich sagen müssen, bis hierhin geht es jetzt wirklich nicht weiter? Jetzt, was konkrete Maßnahmen angeht. Ja, also kann man da sagen, okay, das ist noch rechtfertigbar, das andere aber nicht mehr. Es ist immer eine Einzelabwägung. Also man muss sich jeweils die einzelne Maßnahme ansehen und dann auch jeweils einzeln abwägen. Es sind Überlegungen mittlerweile zum Beispiel, die jetzt noch nicht von der Regierung angesprochen worden sind, eine generelle Impfpflicht einzuführen gegen Corona. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo ich sagen würde, da ist eine rote Linie überschritten. Das darf nicht sein. Da muss jeder Einzelne für sich entscheiden können, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja? Das wäre ein Punkt, wo ich wirklich mal sagen würde, Achtung, hier ist eine rote Linie, die überschritten wird. Mhm. Bei dieser Abwägung von Rechtsgütern. Sie finden das Beispiel von den Verkehrstoten, die wir jährlich haben, 3000. Und die nehmen wir sozusagen in Kauf. Wir wägen ab, ob wir unsere gesamte Reisefreiheit, Mobilität, aber auch unser gesamtes gesellschaftliches Leben eben opfern möchten, um diese 3000 eventuell zu verhindern, diese Toten. Das kann man in Verhältnis setzen oder in vergleichen mit dem, was wir jetzt mit den Corona-Toten sozusagen abwägen müssen.
Hier kommt aber oft das Argument ins Spiel, naja, aber bei den Verkehrstoten gibt es erstens keinen exponentiellen Anstieg, den wir doch irgendwie zu befürchten haben. Und es ist auch keine neuartige Bedrohung. Unser Gemeinwesen hat sich irgendwie die Infrastruktur auch darauf eingestellt. Aber jetzt kommt hier diese neue Bedrohung, auf die vielleicht unsere Gesundheitssysteme gar nicht eingestellt sind. Würde das nicht eben rechtfertigen zu sagen, ja, okay, dann machen wir hier eine Ausnahme? Wenn die Gesellschaft diese Ausnahme machen möchte, kann sie das tun. Dann müsste sie aber zunächst das Grundgesetz entsprechend ändern. Ja? Man könnte ja durchaus sagen, dass man sagt, gut, immer wenn eine entsprechende Krankheit die Gesundheit der Allgemeinheit bedroht, dann dürfen alle Grundrechte ohne Rücksicht auf Verlust eingeschränkt werden. Das könnte man in ein Gesetz fassen. Das müsste aber zunächst mal das Parlament beschließen. Und das wäre auch eine Änderung des Grundgesetzes, wo man eine qualifizierte Mehrheit für bräuchte. Das geht also nicht einfach nur so, dass man sagt, ja, die Mehrheit sagt das jetzt, knapp 51% sind dafür, 49% dagegen, dann machen wir das. So leicht ist das nicht. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Eine Entscheidung allerdings, die vorher diskutiert werden muss, die auch im Parlament vor allen Dingen diskutiert werden muss und die dann getroffen werden kann. Momentan ist diese Entscheidung aber nicht getroffen worden. Und deswegen müssen wir uns momentan noch an das halten, was wir haben. Und das ist unser Grundgesetz. Wir können nicht einfach sagen, ja, das Grundgesetz passt uns jetzt in der Situation nicht so ganz, also halten wir uns nicht mehr dran. Das kann nicht sein. Ja. Sie haben in Ihrem ersten Buch davon gesprochen, so heißt es auch im Titel, dass die Justiz versagt. Da ging es noch um ganz andere Zusammenhänge, so gewissermaßen auch ein Insiderbericht. Und jetzt in dem Focus Online-Interview heißt es auch, ja, die Gerichte haben versagt. Finde ich auch eine doch sehr deutliche Wortwahl. Worin sehen Sie das Hauptversagen der Gerichte in diesem Jahr? Ja, mittlerweile sehe ich übrigens eine Änderung, was das angeht. Ich habe ja auch gesagt, zu Anfang, auch in dem Fokusartikel, zu Anfang waren die Gerichte sehr, ich sag mal, maßnahmenfreundlich. Da hat man sehr viele Maßnahmen, die auch zu massiven Einschränkungen von Grundrechten geführt hat, einfach durchgewunken. Ja? Das haben Richter getan, da sehe ich ein Versagen aus Angst. Ja, Richter sind auch nur Menschen und Richter haben damals sehr häufig nicht aus Vernunft entschieden, sondern aus Angst entschieden. Das ist ein Punkt, den ich in meinem neuen Buch auch erkläre. Das Ganze nennt sich Priming-Effekt, der dahinter steckt. Dieser Priming-Effekt, den kennt jeder, der schon mal einen Horrorfilm gesehen hat. Wenn ich einen Horrorfilm gesehen habe, schalte den Fernseher aus und höre dann 5 Minuten später, 10 Minuten später ein Knacken im Haus und denke, um Gottes Willen, was ist jetzt los? Ich gehe zur Tür, schließe die vielleicht zweimal ab. In der Nacht schlafe ich auch nicht bei offenem Fenster, sondern verriegel das Fenster extra. Priming ist die Beeinflussung durch eine vorherige, erlebte oder auch gesehene Situation von unserer Wahrnehmung, unserem Denken, unserem Handeln. Und das hatten wir bei Corona auch. Bei Corona hatten wir diese erschreckenden Bilder, die furchtbaren Bilder von Särgen, von Intensivstationen, von Beatmungsgeräten und zwar tagtäglich rund um die Uhr. Die wurden in allen Medien so ausgestrahlt. Das hat unser Unterbewusstsein massiv beeinflusst, das Unterbewusstsein von jedem Menschen. Wir hatten alle Angst, da nehme ich auch keinen Richter aus, da nehme ich mich auch nicht aus. Und diese Angst beeinflusst dann eben die Entscheidung, ohne dass man es merkt. Das ist das Gefährliche. Man glaubt in dem Moment vielleicht objektiv und vernünftig zu entscheiden. Tatsächlich ist der Entscheidungsanlass, der Entscheidungsimpuls, kommt aus dem Unterbewusstsein, wird von der Angst vorgegeben. Das ist ein Punkt, den man als Richter berücksichtigen muss. Ich habe schon im ersten Buch gesagt, wir werden leider nicht in Entscheidungsfindung ausgebildet. Wir wissen, die meisten Richter wissen nicht, was passiert da psychologisch eigentlich bei mir? Wie beeinflussen gewisse Umstände meine Entscheidung? Und das ist ein Punkt, den man zu Anfang hätte mehr berücksichtigen müssen. Als ich gemerkt habe, dass ich auf einmal sehr, sehr viel ängstlicher in vielen Punkten reagiere, aufgrund von Corona, habe ich mich bewusst zurückgezogen, was die Medienberichterstattung angeht. Man kann sich vor diesen Berichten, wenn man sie sieht, vor diesen Bildern nicht schützen. Wenn die einmal auf das Unterbewusstsein einprasseln, sind die da. Dann wird unser Unterbewusstsein in Mitleidenschaft genommen. Das wird mitgerissen. Was ich aber machen kann, natürlich verhindern, dass diese Bilder überhaupt an mein Unterbewusstsein kommen. Und das habe ich gemacht, indem ich mir bewusst beim Handy den Newsticker rausgeschaltet habe und auch gerade morgens verzichtet habe, die Nachrichten mir anzuschauen. Ich habe mir bewusst am Abend, so 18 Uhr, 15 Minuten gesetzt, an dem ich mich konkret über das Tagesgeschehen Corona informiert habe und da überwiegend über Medien, die nur schreiben, die keine Bilder zeigen. Und dann hatte ich objektiv die Zahlen, objektiv die Berichte und wusste, die kann mein Verstand, mein Bewusstsein vorne im Neokortex auswerten, ohne dass das Unterbewusstsein da die Hand im Spiel hat.
Ja, Sie haben mich ja ehrlich gesagt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, als Sie gesagt haben, Richter sind auch Menschen, die haben auch Angst und Gefühle. Nicht falsch verstehen, denn natürlich sind sie Menschen, aber da denke ich doch, die sollten doch wirklich diese Mechanismen eigentlich haben, sich von eigentlich ihrem Unterbewusstsein, soweit es geht, abzukoppeln. Oder dass es zumindest ja systemische Strukturen gibt, die es verhindern, dass dort eben ja, sozusagen aus dem Bauch heraus entschieden wird und dass da eine Regierungslinie einfach nur abgenickt wird. Gibt es das nicht in der ja, im Rechtswesen oder in der Jurisprudenz solche eingebauten Checks and Balances sozusagen? Wenig. Also es ist, der Fehler fängt schon bei der Ausbildung unserer Richter an. Weder im Jurastudium noch später im Referendariat auch nicht in der konkreten Richterausbildung unterrichtet. Es findet auch keine entscheidungspsychologische Schulung statt. Das gibt es alles nicht. Und das Gefährliche ist, wenn man das nicht kennt, nicht weiß, dass es das gibt, glaubt man immer, man selbst ist davon noch nicht beeinflusst. Man selbst entscheidet doch objektiv. Man selbst steht doch über dem Ding. Ich bin doch ausgebildeter Jurist. Ich habe das Ganze noch gelernt. Ich habe studiert. Ich habe ein gutes Examen gemacht. Sonst wäre ich ja nicht Jurist. Und dadurch ist man sehr schnell in dieser arroganten Phase drin. Man kann es nicht anders bezeichnen. Es ist eine Form von Arroganz. Ignoranz und Arroganz gepaart. Ganz, ganz gefährlich, dass man eben das nicht weiß. Und weil man es nicht weiß, nicht erkennt. Und weil man es nicht erkennt, falsch entscheidet. Und das bei einem so wichtigen Bestandteil unseres Rechtsstaates, was auch die Gewaltenteilung angeht. Es hat sehr viel offensichtlich mit der Ausbildung zu tun. Welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, sollten in der Richterausbildung am ehesten neu eingeführt werden, um das eben zu verhindern? Ganz klar eine Schulung in Entscheidungspsychologie und zwar eine umfassende Schulung. Also das, was ich jetzt in meinem neuen Buch geschrieben habe, Endlich richtig entscheiden, was Sie gerade erwähnt haben, das sind ja die Erfahrungen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Ich hatte das Glück, zu Beginn meines Studiums eine Psychologiestudentin kennenzulernen, die so lapidar sagte, ist doch komisch, oder? Ihr Juristen müsst Entscheidungen treffen und lernt nie, wie es geht. Wir Psychologen lernen, wie es geht, müssen aber nie Entscheidungen treffen. Und dann habe ich die damals, dachte ich, was sollte denn jetzt das? Fühlte mich so ein bisschen angegriffen. Da ist nämlich schon die Gefahr. Da denkt man schon in diesem arroganten Teil drin, was habe ich denn damit zu tun? Natürlich weiß ich, ich lerne es doch, sie doch nicht. Aber so ist es. Ich habe sie damals gefragt, kannst du mir denn dazu mal ein Buch empfehlen oder vielleicht einen Aufsatz? Hat sie dann getan. Und seitdem habe ich Unmengen an Literatur da verschlungen und auch immer wieder Beobachtungen gemacht. Genauso ist es, wie es eben in der Entscheidungspsychologie beschrieben wird. Genau dieselben Fehler macht jeder, wenn er sich nicht wirklich konzentriert, immer wieder bewusst macht, wie entscheide ich richtig und wie lasse ich eben nicht zu, dass mein Unterbewusstsein den Großteil des Entscheidungsimpulses vorgibt. Ja, Sie haben davon gesprochen, dass ja, zum einen könnte diese psychologische Schulung eben greifen, zum anderen eben auch eine Art Vorsicht oder eine kluge mediale Hygiene, dass man wie Schüler ja auch im Unterricht keine Handys sozusagen haben sollten. Vielleicht sollten Politiker in den Parlamenten auch eine gewisse Handypause oder Verbot haben und Richter sich eben auch deutlich eben für die eigene Gesundheit, psychische Gesundheit davon etwas fernhalten von den Bildern. Aber wir haben ja auch Zahlen gehabt, wenn ich erinnere an die Studie vom Imperial College im März, dass falls nichts unternommen werden würde und das Virus sich weiterhin unkontrolliert ausbreiten könnte, eben 3,1 Millionen Tote weltweit zu gewärtigen wären. Und es gab auch noch Zahlen, die noch krasser waren. Und das ist ja auch erstmal eine Zahl, die vielleicht objektiver daherkommt. Und viel wurde eben mit der Rhetorik better safe than sorry begründet. Ist das nicht für einen Richter auch eine mögliche Begründungsweise? Naja, schränke ich mal lieber etwas mehr ein, als dass wir hinterher die Fallzahlen, dass die dann steigen. Das ist ja eine Sichtweise von der Folge der Entscheidung her. Ich muss aber als Richter immer erst gucken, habe ich überhaupt eine Rechtsgrundlage für die Entscheidung? Das ist meine Aufgabe als Richter. Zunächst gilt für mich das Recht. Und wenn das Recht diese Entscheidung nicht hergibt, dann muss ich sagen, entweder ihr ändert das Recht, das könnt ihr machen als Parlament, dann müsst ihr das aber auch machen. Das ist eine Entscheidung, die die Gesellschaft treffen muss, durch die Parlamente. Und wenn diese Entscheidung nicht getroffen wird, halte ich mich weiterhin an das Gesetz, was gilt. Ich darf dann nicht einfach sagen, ja, das passt mir jetzt aber nicht, also entscheide ich anders. Das geht nicht. Als Richter bin ich gezwungen, auf Grundlage des geltenden Rechtes zu entscheiden. Nicht entscheiden wie, ja, es wäre ja vielleicht gut für alle. Es kann sein, dass es gut wäre für alle. Es kann auch sein, dass die Entscheidung, die ich objektiv richtig treffe, im Ergebnis falsch ist. Darf mich aber in diesem Zeitpunkt der Entscheidung
in dem Sinne nicht interessieren. Ich muss mich an das geltende Recht halten. Was gibt denn das geltende Recht derzeit her in Deutschland? Gibt es Notlagen derzeit, die einen derartigen Eingriff rechtfertigen würden? Könnten Sie sich da vorstellen? Der Kriegszustand zum Beispiel, selbstverständlich. Da gibt es ja auch in der Verfassung verschiedene Möglichkeiten bei inneren und äußeren Notständen. Äußere wäre jetzt zum Beispiel Kriegszustand, innere eben eine schwere Pandemie, die zählt da ohne weiteres drunter, wo ich die Möglichkeit, oder Naturkatastrophen, schwere Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen, wo es eben die Möglichkeit gibt, auch Grundrechte einzuschränken. Natürlich, das gibt es. Auch das Infektionsschutzgesetz hat sehr, sehr enge Voraussetzungen, unter denen Grundrechte eingeschränkt werden dürfen. Das steht sogar im Infektionsschutzgesetz, in Paragraph 28 Absatz 1 müsste es sein, steht es ausdrücklich so drin. Das heißt, bei einer schweren Pandemie ist es zu rechtfertigen, auch solche Maßnahmen zu ergreifen. Ist das dann nicht das Problem, dass die Richter eigentlich irgendwie sich jetzt darüber so Gedanken machen müssen, ob diese Pandemielage auch tatsächlich vorliegt und da eben in andere Wissenschaften eingreifen müssten, andere Expertisen, die sie selber gar nicht haben? Ja, das kommt als Richter sehr häufig vor, dass ich über Sachverhalt urteilen muss, wo ich keine Expertise habe. Ich bin kein Arzt. Aber dafür haben die Richter eine wunderbare Möglichkeit, die nennt sich Sachverständigengutachten. Und ich habe als Richter das Recht und auch die Pflicht in vielen Konstellationen, wenn ich eben nicht weiter weiß und Sachlage nicht beurteilen kann, mir das Gutachten eines Sachverständigen einzuholen. Das kann ich immer machen. Ich kann also als Richter die große Freiheit, die ich als Richter habe, mich zurücklehnen und sagen, bevor ich das entscheide, möchte ich fachkundigen Rat einholen durch einen Sachverständigen. Sind Sie der Ansicht, dass das passiert ist? Ich habe da keinerlei Einblicke, aber bei solchen ja, schwerwiegenden Eingriffen wurden da Sachverständigenräte hinzugezogen? Meiner Meinung nach in vielen Fällen zu wenig. Ja, in vielen Fällen zu wenig. Sehr häufig wurde sich von gerade von der Verwaltungsrechtsprechung her darauf berufen, dass man gesagt hat, das Robert-Koch-Institut hat das gesagt. Das Robert-Koch-Institut ist sicherlich eine Sachverständigengruppe, gar keine Frage. Das Problem ist folgendes, die Regierung hat die Maßnahmen auf die Empfehlung des Robert-Koch-Institutes gestützt. Diese Maßnahmen wurden angegriffen, sodass der Richter darüber entscheiden musste. Und der Richter oder viele Richter haben dann gesagt, das ist richtig, denn es steht ja in den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Das ist ein Zirkelschluss. Ja, das würde ja bedeuten, wenn, jetzt auf meinen Fall bezogen, ich bin Strafrichter, der Staatsanwalt verließ die Anklage. Dann sagt der Angeklagte, das stimmt alles gar nicht. Dann sage ich, natürlich stimmt das. Der Staatsanwalt hat es doch gerade gesagt. In der Anklage. Das ist ein klassischer Zirkelschluss, der jetzt gerade in meinem Beispiel natürlich offensichtlicher zutage tritt als in der entsprechenden Entscheidung der Verwaltungsgerichte. Die Verwaltungsgerichte hätten meiner Meinung nach nochmal eine eigene unabhängige Gutachtenmeinung einholen müssen, eines Sachverständigen. Ist der Richter, da hat er völlig freie Hand, wen er da als Sachverständigen überhaupt herbeiruft? Das kommt auf den jeweiligen Rechtszweig an. Er hat sehr freie Hand. Also zum Beispiel im Zivilprozess ist es so, nehmen wir an, wir haben einen ganz normalen Verkehrsunfall und einer sagt, ich bin nicht so schnell gefahren, der andere sagt, er ist zu schnell gefahren. Und ich sage, gut, dann hole ich jetzt ein Gutachten ein, das darüber mir Aufklärung verschaffen soll, damit ich weiß, wie ich zu entscheiden habe. Dann mache ich es zum Beispiel so, ich schlage einen Gutachter vor und höre die Parteien dazu an. Die könnten ja sagen, zum Beispiel der eine sagt, Moment, das ist genau der Gutachter, der dem Gegner gesagt hat, ich bin zu schnell gefahren. Dann würde ich den natürlich nicht nehmen. Mhm. Im Strafprozess ist es ähnlich. Da sage ich dann auch meistens, wenn ich ein Gutachten zum Beispiel zu einer Blutalkoholkonzentration haben will oder zu der Frage, war der schon so betrunken, dass er nicht mehr fahren konnte, höre ich in der Regel die Parteien an. Das heißt also sowohl die Staatsanwaltschaft als auch den Angeklagten und seinen Verteidiger und sage, ich habe vor, ein Gutachten einzuholen, ich möchte den und den beauftragen. Ihr habt jetzt Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von 3 Tagen. Sagt mal, ob ihr mit dem einverstanden seid oder nicht. Wenn dann nichts kommt oder kein Einwand kommt, wo ich sage, okay, das ist richtig, darum kann ich den jetzt nicht nehmen, den ich vorgeschlagen habe, dann würde ich den nehmen. Mhm. Könnte man das übertragen auf diese Reaktion auf die Maßnahmen, dass man hier sich mit den beiden Parteien, wen man dann auch immer heranzieht, irgendwie ins Benehmen setzt, welchen Gutachter man heranzieht? Ich halte das sogar für unbedingt erforderlich, dass man noch eine weitere unabhängige Meinung einholt. Nochmal, das RKI ist
anerkennenswerterweise eine große Gruppe von Sachverständigen, gar keine Frage. Aber es sind nicht die einzigen Sachverständigen. Es gibt eine Menge anderer und die muss ich natürlich auch anhören. Das widerstrebt mir so ein bisschen, dass man momentan immer nur versucht, auf die eine Gruppe zu hören. Als Richter muss ich immer beide Seiten hören. Das ist vielleicht auch bei mir so im Wesen drin, dass ich immer sage, das kann nicht sein, dass ich immer nur auf die einen höre. Ich muss alle Meinungen hören, damit ich mir ein objektives Urteil schaffen kann, wer denn Recht hat. Ich muss die Argumente miteinander abwägen. Wenn ich immer nur die von der einen Seite höre und die von der anderen von vornherein ausschließe, fällt es mir schwer, ein objektives Urteil zu bilden. Das ist nicht mehr objektiv. Das ist auf der einen Seite, ja, ist, wenn ich mir nur die eine Seite anhöre und nur auf die höre, dann bin ich befangen. Ja. Wir haben auch in der Medienberichterstattung in diesem Jahr eine, wie ich finde, gewisse Einseitigkeit da gehabt. Oft mit der Begründung, dass eben nur die wirklichen Experten sind und man eben auch gewisse, die sich als Experten gerieren, gar nicht anhören sollte, um die Menschen nicht zu verwirren, nicht zu beunruhigen, damit eben auch nichts Leichtsinniges geschieht. Was die mediale Berichterstattung angeht, wie war die Reaktion auf Ihr Interview im Focus Online? Hat das irgendwelche Wellen geschlagen? Bekommen Sie da Gegenwind oder gibt es da eher, sehen Sie da auch eher so ein Aufbrechen des Schweigens, wie man das jetzt eben auch bei den Gerichten sieht, also ein Aufbrechen eben dieses Abnickens? Ja, ich war nicht ganz unvorbereitet auf dieses Interview. Weil ich im letzten Jahr ja mit dem ersten Buch tatsächlich, das ist ja auch sehr, sehr medial ausgeschlachtet worden, da hatte ich mich schon darauf eingerichtet, extrem viel Gegenwind zu bekommen. War im Nachhinein erstaunt, wie wenig Gegenwind ich bekommen habe und wie viel Zuspruch ich erfahren habe. So war es jetzt bei diesem zweiten Fokusartikel, der natürlich etwas kleiner war von der Resonanz her, war es genauso. Mich haben sehr viele Kollegen per E-Mail angeschrieben oder auch angerufen, Leute, die ich gar nicht kannte, aus dem ganzen Bundesgebiet, und haben Danke gesagt, dass endlich mal jemand den Mund aufmacht. Fand ich sehr nett. Also wie gesagt, Gegenwind habe ich kaum bekommen, sehr viel Zuspruch. Okay. Gegenwind, den ich bekommen habe, habe ich halt in den Kommentaren gesehen von Focus Online, wobei ich zugeben muss, ich lese die auch nicht alle. Ich blicke da mal so drüber und manche lese ich, wenn die Kommentare schon anfangen mit, ja, und wenn der krank wird, dann vertritt er die Meinung nicht mehr. Och, die vertrete ich dann immer noch, weil es ist so, auch wenn ich ein Gesetz anwende, das zu meinem Nachteil ist, muss ich es trotzdem anwenden. Schlimm wäre es, wenn ich das nicht mehr tun würde. Ja, da wäre ja der Subjektivität Tür und Tor geöffnet. Ich wollte tatsächlich auch auf die Resonanz unter Ihren Kollegen eingehen. In Ihrem Buch lassen Sie ja ehrlich gesagt nicht eben sehr viel gutes Haar an dem Berufsstand oder an dem, wie es zurzeit aussieht. Aber jetzt sehen Sie auch, gibt es da so eine Juristenszene, eine Richter-Community, wo das untereinander besprochen wird? Oder ist da eigentlich jeder für sich allein? Es wird besprochen. Ich habe eine Menge Freunde und Kollegen oder auch Freunde im Kollegenkreis, vielleicht mal so ausgedrückt, die eine sehr ähnliche Auffassung vertreten wie ich. Wir diskutieren da auf jeden Fall drüber. Und bisher habe ich sehr wenige Kollegen kennengelernt. Vielleicht äußern sie es mir gegenüber auch nicht, die eine andere abweichende Auffassung vertreten. Okay. Also ich stehe da nicht allein, bin aber mal so ausgedrückt. Ich bin aber einer der wenigen, der es laut sagt. Ja, aber offensichtlich vielleicht mit Erfolg, wenn man jetzt auch sieht, es sind sehr viele Beherbergungsverbote zum Beispiel oder Sperrstunden gekippt worden. Was war für Sie das, sagen wir mal, unverhältnismäßigste Verbot, das jetzt aber auch von den Gerichten weggenommen wurde? Beherbergungsverbot trifft es. Das ist eines tatsächlich der Sachen, wo ich gesagt habe, das kann so nicht richtig sein. Fand ich die Entscheidung vom OVG, jetzt muss ich überlegen, OVG Greifswald war das. Ja, ganz genau, für Mecklenburg-Vorpommern. Das war, fand ich sehr gut, sehr gute Entscheidung, die auch gesagt haben, schaut euch bitte mal die Rechtsgrundlage an. Danach muss so eine Maßnahme notwendig sein, um das Infektionsgeschehen zu bekämpfen. Das ist diese Maßnahme nicht. Warum soll denn jemand, der nachts im Hotelzimmer schläft, irgendwie das Infektionsgeschehen mehr anheizen, als jemand, der sich an einem Touristenort auffällt, der sehr belebt ist? Kann man absolut nachvollziehen. Und diese Entscheidung fand ich sehr stark. Welche ich auch sehr gut fand, war vom VG Berlin. Die haben nämlich die Sperrstunde in Berlin gekippt.
auch gar nicht so lange her, am 15.10. war das, glaube ich. Und das war auch eine Entscheidung. Ich konnte diese Sperrstunde ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Früher war es so, als Student habe ich noch eine Menge gefeiert, später dann vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber früher war es so, mal bin ich um 11 gegangen, wenn es mir gefallen hat, konnte ich aber auch bis 12 bleiben, wenn es mir super gefallen hat, bis 1, bis 2, bin dann eben. Und so haben das die anderen Menschen auch gemacht. Das heißt, sie sind nicht alle Punkt 11 nach Hause gegangen, standen nicht alle Punkt 11 an der Bushaltestelle und haben sich geknubbelt, mussten mit der letzten Bahn dann fahren, sondern die sind eben über die Stunden verteilt gegangen, sodass im Prinzip die Leute auseinandergezogen wurden, dass man eben gerade nicht diese Verdichtung von Menschen hatte, die man jetzt hat durch diese Sperrstunde, 23 Uhr und überall ist es gerammelt voll. Mhm. Und deswegen fand ich sehr gut, dass auch das VG Berlin gesagt hat, also erstens können wir die Notwendigkeit nicht erkennen, im Gegenteil, es ist eher kontraproduktiv, und zweitens greift das massiv in das Grundrecht ein, nämlich in das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit. Mhm. Ja. Eine letzte Frage, Herr Schleif. Viele hatten vielleicht in diesem Jahr den Eindruck, mit unserer Gewaltenteilung ist es nicht ganz so weit her, wie man es sich eigentlich in einem Rechtsstaat wünschen würde. In der Tagesschau am 11. März hieß es, Verfassung und Gewaltenteilung außer Kraft? Das geht in Deutschland nicht, denn einen Ausnahmezustand wie in anderen Ländern kennt das Grundgesetz nicht. Seit 52 Jahren gibt es aber die sogenannten Notstandsgesetze. Das sind überwiegend Ergänzungen von Artikeln des Grundgesetzes. Für den Not- und Krisenfall. Wir haben darüber geredet. Wie stehen Sie zu der Rhetorik oder dem Argument, hier ist wirklich in den letzten Monaten die Gewaltenteilung außer Kraft gewesen? Sie ist nicht ganz außer Kraft gewesen, allerdings habe ich sie auch oder empfinde sie immer noch als massiv bedroht. Das sehe ich genauso. Momentan sind ja die Stimmen auch aus den Reihen des Parlaments wieder stärker, dass man sagt, wir müssen mehr beteiligt werden. Meiner Meinung nach hätten sie sich von Anfang an nicht ausschließen lassen dürfen. Wir haben diese Notstandsregelungen, die sind 1968 ins Grundgesetz eingefügt worden, übrigens unter ganz massiven zivilen Protesten eingeführt worden. Und die geben eben die Möglichkeit, die ich gerade schon am Anfang erwähnt habe, in Kriegssituationen, aber auch bei inneren Katastrophenlagen, Überschwemmungen und so weiter, Grundrechte einzuschränken und auch der Regierung mehr Rechte am Parlament, ich sag mal, vorbei oder ohne Parlament Entscheidungen zu treffen, sind aber auf absolute Ausnahmefälle begrenzt. Dass sich das Parlament damals so zurückgezogen hat, aus der Verantwortung, die es hat, hielt ich für sehr, sehr fraglich und konnte es auch nicht ganz nachvollziehen und denke auch, es ist dringend die Zeit gekommen, dass sich das Parlament wieder einschaltet und sagt, bitte, wir regieren mit. Herr Schleif, die Zeit ist wirklich dringend gekommen, da würde ich Ihnen zustimmen. Vielleicht können wir auch eben Sie mit Ihren Beiträgen, mit Ihren Büchern etwas dazu beitragen, dass es besser wird. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön.